Hallo, liebe Tagebuch. Das ist so krass hier. Die sind, ich weiß auch nicht warum, aber es scheint, als wären die alle gegen mich, ne? Und nur für die bisschen Handeln, die sind schon ziemlich krass drauf hier. Das ist, glaube ich, nur vorgeschobener Grund und kann eigentlich nicht das sein, warum die da haben. Große Problem. Aber da schauen wir mal weiter, wie das jetzt hier weitergeht, ne? Und muss jetzt erstmal hier mit meinem Kollegen sprechen. Ach, ich muss hier runter von dem Platz, ne? So, da Rainer? Ja, Ahmed, fahr zum Hof, bevor ja, du noch mehr. Ja, da mache ich jetzt. Aber soll ich jetzt den LKW mitnehmen oder hier den Axe? Ich nehme den Axe, dann bin ich schneller von dem Platz runter. Nimm den Jeep mit. Bring den Jeep nach dem Hof. Hallo? Und vergesst bitte nicht die Plattform, Ahmed. Ihr habt mich wohl nicht gehört. Peter? Jo. Wo bist du denn? Jo. So, lass uns nochmal zum LKW gehen. Wo hast du denn hingestellt, den LKW? Ja. Den musste ich wieder, warte, kann jetzt nicht Ahmed ist hier. Wir müssen erst mal warten. Guck mal, hier steht sogar ein Polizeiauto. Ja, ja. Wem gehört denn der Jeep? Das ist unser. Ja, dann komm doch rumgefahren, stell den da hin und dann können wir doch LKW in die Zelt hin. Ja, wir können ihn ja auf dem LKW gleich fahren. Ist aber besser so. So, jetzt fahr ich hier mal von dem Platz runter, ne? Das ist mir. Die haben ja so krass mich bedroht hier. Bräuchte ich jetzt wieder die Pferd von die Stella von die Eckhardt, ne? Um mich zu beruhigen, aber hier kannst du echt Panik kriegen in die Ort. Was der Rainer gleich zu mir sagen will, wenn der wiederkommt. Ich gleich schon wieder an die Hof von dieser Gangster vorbei. Der hat eigentlich die schlimmste Art an sich, weil der ist so eiskalt, ne? Spannend, was der Rainer dazu sagt, aber ich glaube, ich kann hier nicht in die Ort bleiben, ey. Musst du echt um dein Leben fürchten hier. Ach, was war das denn? Rainer, hallo! Hi, na? Ich hab hier keine guten Gefühle in die Ort, ne? Das geht ja. Ich fand nicht, dass ich war aggressiv in die Verhandeln, ne? Aber die sind ja so drauf, die haben doch irgendwas anderes. Ich hab schon überwiesen. Aber da, es ging nicht um das Geld von die Handeln oder um das Handeln. Ich glaube, die suchen echt nur Grund, um, wie sagt man, Front zu machen gegen die mich, ne? Bist aber halt auf dem Hof angekommen, alles gut?
Ich sitze im Traktor und bin unterwegs noch. Ja, ich komme im LKW und hab hinten das Auto drauf. Alles klar, das war auch eine gute Idee. Dann haben wir das schon mal wieder dabei, ja. Ja, wenn er den LKW, das, wenn wir den nicht mehr haben sollen, soll er den abholen, dann fahr ich dann nicht extra wieder hin. Nach der Geschichte, wie das dann abging. Aber kannst du dir das, diese gehen doch nicht so ab, nur weil man da ein bisschen handelt, ey. Ich wollte ja auch gerade was sagen, da hat mich der Knüppel so ein bisschen zur Seite geschubst. Okay, ja, der ist extrem aggressiv, der kleine Kollege, ne? Ja, mit seinen 1, weiß ich nicht, was ist der, 1,68 da? Weiß überhaupt gar nicht, warum der da auch wieder mit, der hatte damit überhaupt nichts zu tun, oder? Nee, hat, der hat da gar nichts mit zu tun. Hat der Aktien in die Handel. Das ist ein Club, sag ich dir, wirklich, die hängen zusammen. Und das ist das, was die machen, ja? Deswegen haben die das auch direkt vor der Polizei gemacht. Die wollen machen, ja, wie sagt man, da Verleumdung, glaube ich, heißt das. So dass die schlechte Bild auf mich werfen. So dass das alles, dass die machen können, was die wollen hier. Das ist alles große kriminelle Haufen da alle. Ja. So, ich fahr jetzt mal rückwärts auf den Hof. Willst du gleich mal eben den Wagen runterfahren? Dann fahren wir mal rüber zum Shampoo. Zum Vollernter und dann testen wir das mal eben, ob der hier raufpasst. Das ist eine gute Idee, das können wir machen. Das wäre ja wichtig, ne, wenn wir das testen müssen. So, dann fahren wir hier die Klappe aus, damit ich kann da hochspringen, ne? Warte. Aber ich muss mal gucken, die ganzen Knöpfe hier, wo muss ich denn drücken? Warte mal, ich gucke mal. Oh, sag mir mal Bescheid, der steht so, ich kann das nicht sehen, wo ich den runterfahre. Du musst mich einweisen, wenn du die Rampen raus hast. So, dann fahren wir zurück. Weiter, immer geradeaus, einfach gerade halten. Jupp, zurück. Ja, perfekt, ja, super. Ui. Perfekto. Okay, aber das ist schon nicht uncool, ne? Ach, weißt du was, ich park den aber direkt hier wieder in die Garage. Da haben wir doch noch einen freien Garagenplatz da. Ahmed! Ja, was denn? Da drüben im Gebüsch, da ist jemand. Was, wo? Wer ist denn da? Das ist der Knüppel, ey. Der Knüppel. Lass uns mal schnell rüber zum Wald, zu unserem anderen. Steht der auch schon wieder mit die Auto da, ey. Ne, warte, jetzt habe ich die Nase voll, ey. Hey du, Kollege! Bleib stehen, du feiger Hund, oh. Bleib stehen, du Feigling! Guck dir das an. Hey Rainer, der wollte noch nicht mal... Das ist eine hinterhältige Bazille, ist der. Weggefahren oder wie? Der ist einfach abgehauen, ey. Na komm, denn. Wir müssen ein bisschen besser aufpassen. Ja. Hast du die Schlüssel stecken beim anderen Wagen? Die Schlüssel. Ja, der stecken. Da kann ich einfach reinspringen und losfahren. Deswegen ist das. Rainer. So leid mir das tut, ne, mein Bruder. Ich werde heute noch diese Tat verlassen, werde nicht abwarten, bis die Nacht kommt. Er hat mir so gedroht, hat gesagt, ich erlebe den nächsten Tag nicht mehr. Ach Gott, war Rainer gar nicht hören. Ich hab den, der sitzt hier drin. Rainer! Ich hab doch das Funkgerät im Ohr. Ah, okay. Ich hab dich verstanden, alles gut. Ja, das ist nichts gut, ne? Schon ein bisschen traurig. Ich wollte dir helfen, das Unternehmen von die Vater wieder aufzubauen. Aber da musst du auch sagen, wir haben schon gute Arbeit geleistet, ne? Wir sind gut in die Plus, keine Kredit mehr, Probleme, schweres Gerät. Du kannst auf jeden Fall jetzt besser weiterarbeiten. Aber ich muss die Tal hier verlassen, ne? Vielleicht kann ich irgendwann wiederkommen, wenn es so ruhiger geworden ist. Oder vielleicht neue Polizei hier ist, aber Rainer, das
geht nicht weiter so. So kann ich. Ich muss jeden Tag fürchten, dass ich hier ein Problem habe oder kann nicht schlafen, weil die immer Angst haben muss, dass einer da kommt. Ja. Ja, kann ich voll verstehen. Hey Rainer, das tut mir sehr leid. Ich hatte versprochen, ich helfe dir hier zu dir aufbauen. Ja, guck mal, was ich schon alles geschafft habe, aber dass das so hier endet, hätte ich nicht gedacht. Ja, das. Ich kann dir nicht, dich nicht hier wegholen, ne? Das, du bist hier aufgewachsen und lebst hier. Aber ich glaube, die haben mit dir auch nicht so ein Problem wie mit mir, ne? Naja, die sind auch schon komischer zu mir geworden, wenn der so, ach guck mal da, der ist jetzt auch wieder hier. Also die sind zu mir gegenüber auch schon komisch. Rainer, wenn wir bleiben in Kontakt später, wenn ich hier aus dem Tal bin. Und dann, wenn da mal Problem gibt, sagst du, hole ich dich hier raus, ne? Ja, das kriegen wir hin. Aber willst du jetzt wirklich jetzt sofort abhauen oder wie? Nicht jetzt sofort, wir machen das noch, aber ich werde nicht warten, bis die nächste Nacht kommt. Ich werde heute noch das Tal verlassen. Ja, das hilft ja nichts. Ne? Besser so, als wenn dir noch irgendwas passiert. So, ich hole mal eben unseren... Na, lass mich den noch einmal drauf fahren, meine liebe ja. Pons. Komm, fahr noch mal eine Runde. Das ist wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass ich die schöne Gerät fahren darf, ne? Ach, sieh das nicht so eng, das glaube ich nicht. Warum ist das schön zusammenpacken? Und das mit der schönen Drohne, ne? Och, das ist so eine coole Technik. Ich fahre den da rückwärts drauf. Ob das gute Idee. Der kämpft aber schon gut. Jetzt wäre vorwärts doch besser gewesen. Ja? Nee, ich glaube, das ist schon so, aber das ist, der hat keinen Antrieb auf alle Räder, glaube ich. Aber das aber, geht. Aber sieht schon echt gut aus, ne? Das stimmt. Guck mal, hier könnte ich sogar noch einen Träger draufstellen. So, warte. Das ist Maximum. So geht das noch. Meinst du, da geht noch Traktor drauf? Wenn man den Arm hoch macht, also höher oder weiter ran macht, dann dürfte das passen. Ja, dann hol doch mal eben den Traktor. Das probieren wir doch noch aus, ey. Dann lass uns doch so zum Hof fahren. Ja, das können wir auch machen. Ich bleib mal hier drin sitzen, das Stück soll wohl gehen. Rainer noch sagen, dass der muss vorsichtiger fahren, ey. Das geht so nicht. Ist der schon wieder, ey. Da ist schon wieder der Knüppel, Klaus. Hast du ihn gesehen? Ja, hab ich gesehen, ey. Aber du musst vorsichtiger fahren, sonst so ein Pons kann schon mal runterfallen. Das ist zu teuer, die Maschine so nur runterfallen, ne? So. Nehmen wir den John Deere am besten. Echt? Wenn, dann würde ich ja einen Frontladerträger benutzen. Aber warte doch mal, das ist doch egal, welchen Frontlader. Achso, den musst du dann rückwärts auch drauf fahren, ne, damit der vorne rausguckt, ne? Ich guck mal, was da geht. Guck mal, da kommt er schon wieder. Da kommt er schon wieder, guck. Fick dich.
Hey. Ja, fahr ruhig weiter, du, ne? Komm hier nicht wieder zurück, ey. Ich glaube, der ist zu groß dafür. Nee, das passt nicht. Er ist zu groß, das passt nicht. Wenigstens nicht mit dem Gewicht vorne daran, ne? Schau mal, ich nehme mal hier den. Den Faddis. Der Trecker von die Papa, ne? Ja. Oh, da fährt er schon wieder. Ach mal, der kommt. Der kann hier mal schön wieder von die Platz runter. Ey, guck, dass du hier wieder runterkommst, ey, Kollege. Du kannst hier sofort wieder von die Platz runter. Und das sagst du hier als Bürgermeister, oder was? Nein, aber das gehört hier zur Hälfte mir, das Grundstück. Ja, tu mir mal einen Gefallen, setz mal die Sonnenbrille andersrum. Hier hast du nichts zu suchen, Kollege. Guck, dass du hier rauskommst. Ich zeig dir, was ich hier zu suchen habe. Und zur Not rufe ich auch die Polizei dazu. Die kannst du gerne dazu rufen. Grundstück liegt mein Feld und hier war vorher ein Weg dahin. Und den nutze ich. Hier war niemals ein Weg zu einem Feld. Nie ja, war hier eins. So, also geh mir aus dem Sonnenlicht, ey. Du kriegst genauso einen Schatten wie du. Also ich glaube, wir sollten mal die Polizei rufen. Das denke ich auch, ey. Ja. Ja, liebe Leute, die Folge ist schon wieder vorbei. Und was die Leute sich hier so rausnehmen, erfinden irgendwelche Wege. Also das, da wird so viel erfunden, um den Ahmed ans Leder zu wollen. Das ist schon krass. Ja, ich bin mal wirklich gespannt. Es geht weiter. Ihr seht schon, es hat sich zugespitzt. Der Knüppel sucht wirklich alle Möglichkeiten, um dem Ahmed irgendwie einen dran zu flicken. Und ihr habt es gerade gehört, Ahmed wird heute noch das Tal verlassen. Er wird den Fluchtwagen nutzen und hier sich vom Acker machen, damit das ein Ende hat. Er muss ja wirklich Angst haben um Leib und Leben. Auch wenn es ihm schwer fällt, seinen lieben Bruder Rainer zu verlassen. Aber Tod bringt der Ahmed dem Rainer wohl auch nichts. Ja, liebe Leute, dann sagen wir nochmal Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Ja, und auch von mir alles Gute. Bye, bye und Ade.